So, hier sind wir wieder bei PlaySample und wir machen heute wieder unsere Gartencenter. Und Hotdog hilft uns natürlich fleißig dabei, wie ich das ja so gesagt habe. Hallo Hotdog. So, Hotdog hat jetzt, ihr seht ja, da hinten habe ich nochmal zwei Wände dahin gebaut, beziehungsweise Hotdog hat die dahin kopiert. Er hat hier schon den Block gesetzt und wie das richtig funktioniert, also wir gucken erstmal hier rein, da seht ihr die Wand, die hat er jetzt kopiert und die setzt er dann nochmal um zwei Fenster da hin. Das heißt, er macht jetzt diese beiden Fenster nochmal zwei Stück hier hin. Dann haben wir insgesamt, hier haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5 und da hinten haben wir 4 Stück. So, wie das genau funktioniert mit den Kopieren, da seht ihr ja, ruckzuck hat Hotdog das gemacht. Dazu gebe ich euch jetzt mal noch einen Link, der ist unter dem Video. Da zeigt euch Hotdog ganz genau, wie ihr dann gewisse Gebäude oder Wände und so überall auf eurer Welt dann hinkopieren könnt, wenn ihr dann sagt, das Gebäude gefällt mir da nicht, ich möchte es gerne woanders hin haben, könnt ihr es dann damit versetzen. Und den Boden natürlich hat er auch mit diesem System hingebaut. Das heißt, ihr könnt dann jetzt mit dem System, was ich euch jetzt, wie Hotdog das gemacht hat, unter dem Video, ne, ist der Link. Dann könnt ihr auch den Boden hier, dieses Karo-Muster, immer so weiter erweitern, ne, Hotdog? Das kann man machen, wie man will. Was sieht man noch in dem Video, Hotdog? Nur kopieren oder noch irgendwelche anderen Sachen? Ich denke, wir könnten auch noch so eine Cafeteria bauen, oder? So, und wir haben uns jetzt überlegt, das Gebäude bzw. das Gartencenter wird auch ziemlich groß. Wir machen aber, wie ich schon sagte, erstmal hier, wir behalten erstmal diese Größe. Man kann es ja durch dieses System mit den Fenstern immer weiter erweitern, ne? Und wer weiß, was wir noch hinbauen, vielleicht draußen Gartencenter oder was auch immer. Aber als nächstes haben wir uns gedacht, wir bauen jetzt hier, genau hierhin, eine Cafeteria. Ne? Das soll ja richtig modernes Gartencenter werden. So, wir benötigen jetzt erstmal unseren abgezogenen Fichtenholz und den bauen wir erstmal hier in die Ecke. So, das ist jetzt einmal der Boden. Einfach nur so einmal in die Ecke bauen. So, dann wissen wir die Höhe. Dann lassen wir einen frei und schlagen jetzt erstmal hier die Blöcke weg, dass wir hier zwei Stück hier noch sichtbar haben. Schlagen wir die hier so weg. In der Ecke bleibt die Blockreihe und dann schlagen wir das Fenster einmal so durch. So. Genau, Hotdog hat das schon fertig gemacht. So. Auf der anderen Seite das gleiche. Machen wir das Hotdog auch wieder. Da machen wir überall komplett einmal Fenster. Und dann, warte mal. Wo ist das hier auch wieder ein? Freilassen. So, okay. Und dann können wir es einmal durchschlagen. Warte mal, hier einmal den Boden. Der geht bis hier. Der bleibt sichtbar. Auch einmal durchschlagen. Dann haben wir so eine große Fensterfront, ne? Sollten wir nicht so an den Seiten vielleicht zwei Blöcke lassen? Ja, besser zwei, ne? Dann lassen wir da zwei. Weil, so. Genau. Da damit zwei. Das sich so glatt abschneidet hier an der Wand. Ja, genau. Und dann einmal hier alles, seht ihr ja, einmal alles wegnudeln. So, nachdem wir jetzt hier die Fenster reingeschlagen haben, haben wir hier schon wieder was vorbereitet. Wir nehmen einmal hier unsere Keramik. Das Gebäude ist ja leicht versetzt, das seht ihr ja hier. Nach da ist ja leicht versetzt hier oben. Das heißt, wir fangen hier von der Ecke aus an. Wir machen hier erstmal eine keramikgrüne Reihe hier hin. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ab den 8. Wieder eine Reihe hoch. Und dann in der Ecke nochmal eine Reihe hoch. Dann haben wir automatisch auch hier einmal wieder einen 7er. So, da das ja versetzt ist, müssen wir von hier ausgehen. Das heißt jetzt von der Wand einmal hier Keramik. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ab den 8. wieder nach oben. Und dann wieder den 7. der war ungefähr dann hier. Und dann müssen wir hier noch einmal einen weißen hinmachen. So. Aber natürlich richtigen Beton, ne? So. Dann gehen wir nach vorne. Da haben wir jetzt hier an den Seiten wieder hier Keramik, Außenecken. So, und dann automatisch immer 10er. Das heißt jetzt von der Ecke aus bis hier sind 10. Dann hier wieder der 11. Dann wieder einmal 10. Hier ist die 11. Und einmal von der Ecke aus wieder bis in die Ecke sind 10. So, und der Rest wird dann alles komplett ausgebaut mit schwarzem Glas. So, das Glas ist fertig. Jetzt werden wir einmal, wie ich schon sagte, das Gebäude ist ja versetzt. Wir gehen jetzt einmal hier in die Ecke. Machen jetzt einmal hier im weißen Beton hin. Und ziehen einmal, warte mal, hier müssen wir noch einmal hoch. Weil wir müssen ja hier den Boden haben. Der Boden ist ja hier. Und dann ziehen wir hier einmal den weißen Block bis zur anderen Seite. So. Einmal hier hin. So. Dann, unten hat Hotdog das auch schon gemacht. Ja, okay. Und dann werden wir jetzt hier, was machen wir, wie breit machen wir das denn? Hier müssen wir erstmal hier, das verkleiden wir auch ein bisschen.
weil wir jetzt hier eine Treppe reinmachen. Das heißt, jetzt, wie breit nehmen wir die Treppe auf? Zweier, Dreier, Vierer? Es kommt drauf an, nehmen wir jetzt die Maße Vierer. Für Amerikaner oder für Deutsche? Dreier-Treppe, ne? So Mittelmaß, ja. Oder? Die Deutschen sind noch nicht so breit, oder? Nein, nein. So, hier die Wand noch ein bisschen ausnudeln. Da, wo das... Ey, was ist los hier, Hotdog? Du machst nur die Treppe, Hotdog. Du hast so, gar nichts gesagt. Du machst die Treppe. Ich mache jetzt die Wand für Hotdog, damit das hier alles verkleidet ist, ne? So, bis hierhin. Da müssen wir natürlich hier einmal mit Holz ausbauen, alles. So, hier einmal komplett erstmal hier den Boden hin basteln. Bis dahin, wo auch unser... Was ist das hier? Unser Eingang hinkommt. So. Jetzt musst du aber ein bisschen darauf achten. Hier gibt es eine Maserung, ne? Ja, ich weiß. Das ist... Da wissen die Leute doch. Ich baue das jetzt einfach so durch, oder? Die wissen das doch, Mann. Meine Abonnenten wissen das doch. Habe ich schon ein paar Mal tausendmal erklärt. Du hast das jetzt nicht darauf hingewiesen, du. Ja, okay. Das ist eine Maserung. Ihr seht ja. Einmal so rum, einmal so rum. Ihr müsst immer von da hinten aus zur anderen Ecke. Ist das besser erklärt, Hotdog? So. Wunderbar. Damit immer die Maserung gleich ist. Obwohl, das habe ich schon 500 Mal erklärt in einem Video, aber wir machen das für Hotdog jetzt nochmal. Immer in eine Richtung, damit die Maserung in eine Richtung ist. So, jetzt haben wir hier schon mal ein paar Pfosten wieder hingebaut. Da kommt jetzt eine Glasfront hin. Hier haben wir natürlich eine ungerade Zahl. Hier habe ich einmal hier nochmal... In der Ecke nochmal einmal einen Beton, weißen Beton hingebaut, so. Dann gehen wir einmal hier, haben wir hier diese Glasfront und da haben wir eine ungerade Zahl für die Mitte. Das heißt jetzt hier Zweier, dann haben wir von den Zweier aus hier vier Gläser und dann hier auch mal vier Gläser. So, dann nehmen wir hier einmal unsere Doritmauer, dann ziehen wir einmal hier den Zweier hier entlang. So, wir machen den einmal hier hin, damit wir es uns auch merken. Hier kommt der Zweier hin, die Mitte von dem Fenster. Dann nehmen wir hier unsere Doritmauer, dann 1, 2, ab den dritten kommt eine Mauer hin und dann auch hier vom Zweier 1, 2, ab den dritten eine Mauer. So, das kommt weg und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ab dem siebten wieder ein hin und dann hier 1, 2, 3, 4, 5 und dann wieder einer dahin. So, auf der Seite haben wir dann auch hier wieder ein 7er. Und dann haben wir hier wieder 1, 2, 3, 4, 5 und dann wieder einen hin. Und dann machen wir Glas dahin. Ihr könnt das auch anders bauen. Achso, hier oben Dings müsst ihr auch noch machen. Auf den, wie ist das? Auf der Mauer. Ein Schalter. Ein bisschen Design. Und dann ein Glas dahin. Ihr könnt das natürlich die Pfeile auch anders bauen, wie ihr haben möchtet. Das ist jetzt einfach nur so eine Aufteilung gewesen. So, auf der Seite hier haben wir alles zugebaut. Das haben wir hier jetzt erstmal einen Eingang zu unserer Cafeteria haben. So, wir haben jetzt hier schon wieder was vorbereitet. Wir machen jetzt eine Sitzbank hin. Vorher will ich euch zeigen, hier haben wir nochmal ein Geländer gemacht um die Treppe herum. Dann gehen wir vom Pfeiler hier aus. Zählen einmal ab. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gehen wir einmal hier nach links und machen einmal hier, welcher Block ist das? Schwarze Keramik hin. Dann haben wir hier einen Abstand von 3, ne? Oder 2. So, schwarze Keramik dahin gemacht. Okay, dann machen wir jetzt hier 1, 2, 3. Dann diagonal 1, 2, 3, 4. Diagonal 1, 2, 3, 4, 5. Und dann wieder zurück. Diagonal 4, 3, 1. So, dann haben wir hier so einen Halbkreis. So, dann werden wir als nächstes einmal hier unsere polierte Schwarzsteinstufe nehmen. Die machen wir jetzt oben drauf einmal. Hier überall die Schwarzsteinstufe drauf basteln. Dann nehmen wir einmal hier Birkenholztreppe. Die basteln wir jetzt einmal hier rein. So. So. Wir lassen das mal ohne Kurve. Willst du eine Kurve reinmachen? Naja, sieht irgendwie besser aus, oder? Oder nicht? Meinst du? Weiß ich nicht. Geschmackssache. Ich mach mal die eine Seite und dann kannst du gucken. Ja, kann, weiß ich nicht. Entweder so oder so. So also wie Hotdog gebaut hat oder wie ich es gebaut habe. Ne? Könnt ihr euch aussuchen. Wir machen das jetzt einmal, wie Hotdog gemacht hat. Mit Kurve. Ne? Eine Kurve rein. So. Das haben wir gleich. So. Dann als nächstes nehmen wir jetzt einmal hier die Verkettung. Und machen jetzt einmal hier dort einen hin.
Dann machen wir hier eine Ecke. Da einen hin, hier einen hin, immer einen freilassen. Und dann gehen wir hier außen hin, einmal da, freilassen und dort einen hin. So. Das gleiche machen wir hier auch nochmal. Patsch, patsch. Ne, warte mal hier. So. Und dann außen, habe ich gesagt, da und dann hier, ne? War das richtig? Ja, okay. Dann kommt oben drauf einmal ein grauer Teppich. Und dann machen wir jetzt einmal hier die Birkenholztreppe, einmal hier vor dem Tisch. Das heißt, einmal hier, dort, da, hier und dort. Dann nehmen wir einmal hier Birkenfalltür und machen die einmal dahinter. Lach nicht. Scheiße, so rum. Nein. So? Wir hatten vorhin was ist denn los jetzt Stufen hier? Genommen statt Treppen. Ach, Stufen? Ja, sag das doch. Ey, du hast. Ich habe das jetzt ganz. Ich wollte nicht so. Zwischenreden. Ich dachte, vielleicht wirst du das lieber mit Treppen haben. Ach so. Nee, wollte ich nicht. So, einmal hier. Machen wir jetzt so designmäßig. Hotdog-Style. Aber einmal Stufen und dann macht er einmal hier die Falltür davor. Fertig. So, dann nehmen wir einmal hier unseren Kompostierer. Und werden den einmal. Hier hin machen in der Ecke. Zwei Stück. Und hier zwei Stück. Dann sieht das so aus. Und dann kommt einmal Grünzeug drauf. So, so, hier, dort, fertig. Und dann haben wir unsere Sitzecke fertig. So, wir haben jetzt hier alles soweit vorbereitet. Hier hat Hotdog schon wieder das Dach angebaut. Das heißt, das Dach wird zugebaut mit einmal Stein. Hier, da seht ihr ja, hier ist die Kante vom Weißen. Da machen wir einen Stein hin. Damit wird das komplett zugebastelt. Und dann kommt unten drunter noch eine Abdeckung. Das ist dann einmal eine Quarzstufe. Stufe? Ja, Quarzstufe. Die kommt dann einmal hier drunter. Ne? Und so sieht dann bei der Cafeteria einmal, seht ihr ja, das Dach aus. Dann hat Hotdog hier einmal eine Säule hingebaut. Die Säulen könnt ihr hinbauen, wo ihr wollt. Das ist egal. Das ist jetzt nicht vorgegeben. Das heißt, er hat jetzt hier. Soll das so bleiben, Hotdog? Schwarz-grün, grün-weiß oder? Ich hab das einfach so hingemacht. Ich fand die irgendwie. Ach so. Schick, man kann auch die Farbe ändern, ne? Okay. Wie man möchte. Ab dann macht er einfach hier eine Säule hin und dann macht er hier einfach, seht ihr ja, hier gegenüberliegend. Es muss jetzt nicht. Ihr könnt ja auch hier hin machen und so. Einfach nur, dass wir hier so drei Säulen hinkriegen. Hier in der Ecke haben wir auch noch eine gemacht, dann seht ihr ja. Einfach nur so schön drei Säulen hinbauen, dass das so ein bisschen designmäßig ist, ne? So, dann als nächstes haben wir jetzt hier, seht ihr hier das Fenster. Dann haben wir hier in der Ecke einmal eine Doritmauer gezogen. So, die zieht ihr komplett einmal. Wie breit haben wir die gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann von hier aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, wenn wir die einmal durchgebaut haben, haben wir dann hier einmal eine Quarztreppe, seht ihr ja, umgekehrt drumherum gebaut, als Umrandung. Dann haben wir hier einmal eine Glasscheibe drauf gebaut. So, die Lücke, das bleibt so offen. Und dann haben wir hier einmal eine Kasse hingebaut. Das war einmal eine polierte Dorit-Treppe. Und dann macht er hier einmal eine. Wie heißt das, Hotdog? Ein Schild hin, ne? Genau. So, wenn wir das Schild gebaut haben, machen wir hier oben noch eine Umrandung. Das heißt, jetzt hier vom Pfeiler aus zieht ihr dann einmal noch einen Block entlang. Warte mal, ich zeige euch das mal kurz. Der Block geht dann einmal so. Seht ihr ja? Von der Ecke aus muss das passen. Und dann geht das hier so zu der Wand. So. Das wird wieder weggebaut. So, nachdem wir jetzt hier das einmal angezeichnet haben, werden wir jetzt einmal hier unsere Seelaterne nehmen. Werden die jetzt einmal hier reinbauen. Da könnt ihr euch aussuchen, wie ihr es haben möchtet, ob ihr jetzt nur eine macht. Ich mache jetzt hier eine hin. Und dann machen wir ja dort eine hin und dann hier dort einen hin. Also da könnt ihr euch aussuchen, wie ihr haben möchtet. Dann nehmen wir einmal hier unsere Quarztreppe und dann werden wir hier vorne die Quarztreppe entlang bauen. So. Genau da, wo der Block ist, bauen wir jetzt einmal die Quarztreppe entlang und auf der anderen Seite natürlich auch. So. Und dann auf der Seite auch einmal die Quarztreppe entlang. So. Und einmal so entlang. So, dann haben wir hier einmal so ein ja, so ein Lichtdings. Ein Lichtgedöns. Ihr wisst schon, was ich meine. So, dann machen wir hier einmal hier das einmal mit der Stufe zu. Und dann haben wir hier ein bisschen Licht, da wo der Kuchen ist.
Ne? Das habe ich natürlich wieder super erklärt, ne, Hotdog? Mhm. Dann machen wir jetzt hier eine Akazientür noch, damit das hier so ein bisschen designmäßig ist. Ne? So. Fertig. Fertig. So. Okay. Dann haben wir jetzt hier. Hotdog hat dir schon was vorbereitet. Was machst du da, Hotdog? Gar nichts. Jetzt mal. Was machst du da? Erklär mal weiter, erklär mal weiter. Alles gut. So. Dann hat Hotdog hier noch ein paar Stühle hingebaut. Ne? So sieht das aus. Ne? So könnte vereinzelt irgendwo ein paar Tische hinmachen. Mit Tische, also Stühle mit Tische. Was ist das, Hotdog? Gar nichts. Erklär doch weiter. Ist gut. So, dann machen wir jetzt hier, nehmen wir noch einmal den Komposthaufen und dann einmal das Grünzeug und dann könnt ihr noch überall so ein bisschen so Pflanzen hinbasteln, ein bisschen hier so hohe, niedrige, wie ihr haben möchtet, ne, weil das ist ja auch ein bisschen so, ne, moderne Cafeteria, ne, so und ja, das war's schon, ne? So, dann hier oben drauf machen wir dann noch, weiß ich gar nicht, müssen wir da überhaupt Licht hinmachen, weil hier ist ja diese Front, die bleibt ja offen. Dann kann man so in den Markt reingucken beim Kaffee trinken. Das ist eigentlich hell genug jetzt zur Zeit, ne, Hotdog? Ich meine jetzt so lampenmäßig. Kann man immer noch vereinzelte verteilen, ne? Ja, man kann noch Lampen reinbasteln. Aber so kann man das auch erstmal lassen, ne? Ja, dann haben wir so fertig unsere Cafeteria, ne, oder? Was war das, Schickle, was du da gebaut hast? Ja, ich habe mir gedacht, dass man vielleicht hier irgendwie noch Schüsseln bekommt. Aber man kann irgendwie kein Signal durch eine Mauer senden. Ja, okay. Das war wieder Hotdogs Idee. So, dann haben wir jetzt soweit, Hotdog, erstmal unsere Cafeteria fertig, ne? Tada. Tada. Pam, pam, pam. Ja, Hotdog. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du mir geholfen hast und wir sehen uns dann wieder bei Playsimple, ne? Schaltet ein zur nächsten Folge und... Yeah. Guck, was der Player hier unten bastelt. Wer weiß, was hier unten im Keller kommt. Wer weiß, ne?